Hallo und herzlich willkommen zum achten Video der Vorlesungsreihe Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile. Und auch heute werden wir uns wieder einige skurrile Gesetze aus aller Welt anschauen und versuchen zu mutmaßen, warum es die überhaupt gibt. Und wir fangen an mit einer ganz alten Sache, die heute natürlich nicht mehr aktuell ist, kommt aus dem alten Sparta. Und da gab es ein Gesetz, dass ein Junggeselle nicht mehr an Nacktpartys teilnehmen und nicht mehr wählen durfte, wenn er das 30. Lebensjahr überschritten hatte. Das klingt heute natürlich sehr heftig, allerdings ist das damals schon relativ fortschrittlich gewesen. Erstens war ja die Lebensspanne mit 30 Lebensjahren, da hat man quasi schon eigentlich alles erlebt gehabt und war so gut wie ja, tot, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ist natürlich für die damalige Zeit ein Wahlrecht auch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Deswegen heute erscheint das rückständig, aber damals war das eigentlich eine relativ sinnvolle Sache noch. Als zweites haben wir, dass in der Stadt Hastings im Bundesstaat Nebraska in den USA Sex im Hotel nur mit angezogenem Nachthemd erlaubt ist. Das muss auch überprüft werden. Die Hotelbesitzer sind hierbei verpflichtet, dass die Nachthemden dann im Zweifelsfall auch gestellt werden, wenn man kein eigenes mitbringt. Warum es das Gesetz gibt, schwer zu sagen, muss oder ist natürlich aus einer alten Sache herausgegangen, ist nicht quasi aktuell entschieden worden und existiert quasi nur auf dem Papier, und ich vermute, dass das auch in der Praxis nicht wirklich durchgesetzt wird. Ja, dann kommen wir zum dritten. Harry Potter ist schwarze Magie. Und das ist relativ aktuell, und zwar mit dem Vorwurf, in den Büchern werde unchristliche schwarze Magie verwendet, wurde im Bundesstaat Florida in den USA ein Gesetz erlassen, dass Harry Potter Bücher von Kindern und Jugendlichen nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern aus Bibliotheken entliehen werden durfte. Und da sieht man den christlichen Einfluss quasi, der es da gibt. Der hat dann hier quasi auch politisch Macht ausgeübt. Und es ist natürlich totaler Unfug zu sagen, dass Harry Potter Darstellung von schwarzen Riten in dem Sinne ist. Es ist Fantasy und ist auch nicht vergleichbar mit wirklichen satanistischen Ritualen, schwarze Magie etc. Auch wenn es natürlich per strenger Definition so betrachtet werden muss. Also in sich ist das schlüssig aus christlicher Sicht gesehen, aus harter christlicher Sicht, aber natürlich deutlich überzogen für den praktischen Gebrauch. Dann gehen wir nach Litauen. Da war es bis 2002 für Frauen eine Pflicht, sich vor einer Führerscheinprüfung gynäkologisch untersuchen zu lassen. Auch hier keine Ahnung, warum dieses Gesetz überhaupt jemals existierte, warum der gynäkologische Prozess Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben kann. Natürlich könnte man jetzt böse sagen, das hat damit zu tun, zu überprüfen, ob im Moment quasi die Regel ist oder andere Beschwerden, aber in sich ist das unschlüssig und unlogisch. Dann kommen wir nach St. Louis im Bundesstaat Missouri der USA. Da dürfen Frauen von der Feuerwehr nur gerettet werden, wenn diese vollständig bekleidet sind. Da stellen sich natürlich praktisch die Frage, was ist da, wenn jemand halbnackt eine Frau auf einem Baum sitzt oder im brennenden Haus, darf die Feuerwehr dann nicht einschreiten oder hat sie immer Kleidung dabei, die dann den, sag ich mal, Opfer stellt, oder was wird dann gemacht? In der Praxis wird es natürlich so sein, dass das vollkommen egal ist, da wird das Leben gerettet und da wird auch kein Hehl draus gemacht werden. Aber dennoch existiert dieses Gesetz auf dem Papier noch und könnte, wenn man gar nicht streng ist, vollzogen werden. In der Stadt Los Angeles, im Bundesstaat Kalifornien der USA, ist es erlaubt, seine Frau mit einem Lederriemen zu schlagen. Gibt allerdings zwei Einschränkungen. Erstens, wenn er breiter als 2 Inches ist, das ist ein Problem, denn dann kommt zweitens, da ist dann eine Genehmigung der Frau notwendig. Ansonsten ist die Genehmigung da oder ist er kleiner als 2 Inches, also kleiner als 5 cm, dann darf man dort munter und fröhlich seine Frau schlagen. Auch das ist wahrscheinlich aus einer ganz, ganz alten Sache noch herausgegangen und niemals einfach gelöscht worden. In heutigen Zeiten natürlich nicht mehr denkbar. Im Bundesstaat Alabama in den USA ist es Männern verboten, auf den Boden zu spucken, wenn eine Frau anwesend ist. Ja gut, hier vermutet man mal quasi, dass es natürlich besonders gegenüber Frauen unästhetisch und respektlos ist und dass das dann den Weg in ein Gesetz gefunden hat. Man könnte allerdings auch sagen, dass es allgemein eine unschöne Geste ist und wäre vielleicht sinnvoll, das allgemein zu erweitern. Auf jeden Fall ist es natürlich
Quatsch, das jetzt quasi genderspezifisch auf Frauen zu beschränken heutzutage. In der Stadt Miami, im Bundesstaat Florida in den USA, dürfen Männer nur mit zugebundenem Morgenmantel in die Öffentlichkeit. Ja, auch hier ist natürlich relativ klar, warum das so ist. Mit offenem Morgenmantel, wenn da nichts drunter ist, kommen dann schnell im Bereich der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wir gehen raus aus den USA, zurück nach Europa, genauer sagt Großbritannien, England, denn dort ist das Urinieren in der Öffentlichkeit erlaubt, sofern man dabei eine Hand auf sein eigenes Auto hat und auf den Hinterreifen des eigenen Autos uriniert. Dann ist das okay. In der Stadt Granville in Frankreich sind Elefanten in der Öffentlichkeit verboten. Also, wenn ihr so ein Tier habt, dort immer schön zu Hause lassen. Im Bundesstaat Virginia in den USA war jemand sehr clever gewesen und hat das Pfeifen unter Wasser verboten. Wobei man sich natürlich die Frage stellt, wie soll das überhaupt gehen, wenn rundherum Wasser ist und es dadurch entsteht, dass Luft durch Lippen gepresst wird. Also dieses Gesetz wird bestimmt nicht gebrochen, denn das ist physiologisch eigentlich unmöglich. In Deutschland ist das Schwimmen in Abwasser nur mit behördlicher Genehmigung zulässig. Wenn also jemand mal Interesse daran hat, bitte vorher den Behörden fragen oder sich nicht dabei erwischen lassen. In der Stadt Widnes im britischen Cheshire wird das Einschlafen in der städtischen Bibliothek mit einer Strafe von 5 Pfund geahndet. Und hier kann man nur vermuten, dass, ich sage mal, diese Vorfälle sich so stark gehäuft haben, irgendjemand gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt was machen, ohne die Tatsache, dass die Leute hier bestraft werden. Tu das Einreißen in Anführungszeichen, die Bibliothek ist nur zum Lesen, nicht zum Schlafen. Und ja, dann ist höchstwahrscheinlich dieses Gesetz entstanden. In der Stadt Le Levendou in Frankreich wurde im September 2000 das Sterben verboten. Das war eine ganz praktische Maßnahme, hätte viele Probleme gelöst, hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Der Grund war, es gab keinen Platz mehr auf dem Friedhof und es konnte sich nicht auf einen Ort für einen neuen geeinigt werden. Und ja, die Leichen kamen quasi nicht unter die Erde und lagen dann halt in den Häusern oder vor den Häusern rum. Und das war natürlich ein Zustand, der nicht haltbar war. Daher hat man dieses Gesetz erlassen, was natürlich nicht eingehalten werden kann, weil die wenigsten von uns sterben freiwillig. Und daher ist das Gesetz quasi immer noch, sag ich mal, auf dem Papier stehend, aber kann natürlich nicht durchgesetzt werden. Nächste Frage wäre, was soll für eine Strafe kommen? Hey, du bist gestorben. Wir bestrafen das aber jetzt mit Hinrichtung. Oh, okay, Problem gelöst. Hier ist ein Gesetz, gegen das ich tatsächlich in einer der vorigen Vorlesungen verstoßen habe. Und zwar in den USA stets unter Strafe, den Namen des Bundesstaats Arkansas falsch auszusprechen. Ich habe es im Titel mal geschrieben, so ist die korrekte phonetische Schreibweise Arkansas. Ich hatte, wenn ich mich nicht ganz täusche, nämlich leider mindestens zweimal Arkansas gesagt. Das heißt, ich habe mich strafbar gemacht. Gott sei Dank bin ich nicht in den USA, von daher kann man das verzeihen. Aber hätte ich das Video jetzt in den USA gedreht, hätte ich mich rein technisch strafbar gemacht. Wahrscheinlich hat man das Gesetz tatsächlich daher erlassen, dass die phonetische Schreibweise, sprich die Art, wie man es sprechen muss, aus der normalen Schreibweise nicht herleitbar ist. In der Stadt Greene, im Bundesstaat New York in den USA, ist es verboten, rückwärts zu laufen und dabei Erdnüsse zu verspeisen, während in der Stadt ein Konzert stattfindet. Die Kombination dürfte höchstwahrscheinlich sehr selten auftreten, also wer da gegen dieses Gesetz verstoßen möchte, der muss es wirklich schon darauf anlegen. Warum auch immer das wichtig ist, ich kann mir nur zwei der Bereiche erklären. Rückwärts laufen während des Konzerts kann höchstwahrscheinlich dafür führen, dass Unfälle steigen. Wie die Erdnüsse da reinpassen, ich habe keine Idee. In der Stadt Denver, im Bundesstaat Colorado in den USA, ist es strafbar, seinen Staubsauger an Nachbarn zu verleihen. Also ordentlich schön verkaufen oder das Ding einfach wegschmeißen und er nimmt sich dann vielleicht vom Sperrmüll oder so. Aber verleihen ist nicht zulässig. In der Stadt Dallas, im Bundesstaat Texas in den USA, müssen Hunde nachts rote Rücklichter tragen. Ja, so was Ähnliches hatten wir ja schon mit Katzen gehabt, aber hier ist das nochmal für Hunde. Höchstwahrscheinlich mit demselben Grund, dass Unfälle passiert sind und die Tiere so in der Nacht besser sichtbar gemacht werden sollen. In der Stadt Atlanta, im Bundesstaat Georgia in den USA,
dürfen Giraffen weder an Telefonzellen noch an Laternen angebunden werden. Wenn ihr also mit eurer Giraffe dort spazieren geht, denkt bitte daran, sie woanders festzubinden. Straßenschild zum Beispiel ist vollkommen okay. In der Stadt Seattle, im Bundesstaat Washington in den USA, dürfen Goldfische in Gläsern nur dann im Bus mitgenommen werden, wenn die Fische sich nicht bewegen. Ja, das Gesetz ist wahrscheinlich genauso sinnlos wie unmöglich. Man muss schon, denke ich, massiv viel Glück haben, dass ein Goldfisch sich dann innerhalb des Glases nicht bewegt. Die Frage ist natürlich, wer überwacht das, wie wird das überwacht, wie ist die Strafe dafür? Das konnte ich alles nicht so ganz finden. Sinn macht es aber natürlich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinkriegt, ist quasi unmöglich. Also man könnte einfach sagen, Goldfische dürfen Glas im Bus nicht transportiert werden, Punkt aus Ende. Aber irgendwie hat man hier wieder eine kleine Lücke geöffnet, wenn die Fische sich nicht bewegen. Warum auch immer oder wie auch immer das gehen soll. In Singapur ist Import, Herstellung und Verkauf von Kaugummis, es sei denn, sie sind aus ärztlicher Sicht therapeutisch notwendig, verboten. Ja, Singapur war sehr genervt von den klebrigen Straßen, von den Kaugummis, die auf der Straße sind, die unter den Tischen kleben, auf den Tischen und wo auch immer, und hat tatsächlich hart durchgegriffen und so ein Gesetz erlassen. Diese Einschränkung aus ärztlicher und therapeutischer Sicht wären welche noch notwendig, gab es früher tatsächlich nicht. Da waren komplett alle verboten. Aber mit einem USA-Handelsabkommen kam dann quasi die Erlaubnis unter diesen Voraussetzungen dann tatsächlich durch. Die wären noch erlaubt. Wird aber, denke ich, sehr schwer nachzuweisen sein. Man müsste theoretisch also ein Rezept oder was Ähnliches vorweisen. Im Bundesstaat Kansas in den USA ist es verboten, Sonntagsschlangen zu essen. Auch hier. Warum auch immer das verboten ist. Vielleicht geht das auf eine urtümliche christliche Sache zurück, wenn man sagt, die Schlange ja quasi, die Eva verführte. Und sonntags ist ja der christliche Tag. Obwohl man dann auch sagen könnte, ja Moment, die Schlange am Sonntag zu essen wäre doch was Geniales. Dann hätte man quasi den Grund der Sünde zerstört und alles wäre gut. Aber ich habe keine Idee, warum das sonst sein könnte. Das wäre die einzige Verbindung, die ich zwischen Sonntag, Schlangen und Verbot finden könnte. Im Bezirk Mahover, im Bundesstaat Arizona in den USA, muss jemand, der Seife stiehlt, sich zur Strafe so lange damit am Stück waschen, bis diese aufgebraucht ist. Das finde ich ist zwar kurios, aber ein sehr pädagogischer Ansatz. Vor allem mit Kernseife dürfte das dann mit der Zeit auch ein sehr unangenehmes Erlebnis sein. Die Frage ist natürlich, wie sieht das aus mit Flüssigseife? Weil das gießt er sich über den Kopf oder über den Körper einmal, geht unter die Dusche und dann ist er durch damit. Allerdings, wie gesagt, finde ich ganz spannend eigentlich. Im Bundesstaat Wisconsin in den USA dürfen Urinale nur manuell gespült werden. Ja, da ist natürlich die Frage, wie sieht das aus? Hat man dann irgendwo einen Eimer Wasser, den man reinkippt? Ich konnte jetzt nichts Praktisches dazu finden und gehe einfach davon aus, dass das Gesetz einfach sich nicht durchgesetzt hat und, ja, ich sag mal, eine Aktenleiche ist und nicht vollzogen wird. Ansonsten ist es einfach nicht mehr zeitgemäß und einfach unlogisch. In der Stadt Saratoga, im Bundesstaat Florida in den USA, ist es verboten, in einem Badeanzug in der Öffentlichkeit zu singen. Also nur eins von beiden in der Öffentlichkeit machen, entweder Badeanzug tragen oder singen. Warum das Sinn macht? Wie so viele der Gesetze, die wir aus den USA haben, ist es sehr schleierhaft, was da mal dahinter steckte. In Minneapolis, im Bundesstaat Minnesota in den USA, werden Fahrzeugbesitzer, die in der zweiten Reihe parken, mit Strafarbeit in einer Chain-Gang verurteilt. Das ist natürlich mal eine harte Maßnahme. Zweite Reihe Parker sind natürlich überall verhasst, berechtigterweise. Sie parken die Leute zu, behindern den Verkehr und so weiter. Chain-Gang ist aber vielleicht dann eine etwas harte Verurteilung. Also Chain-Gang, wie es der Name schon sagt, vielleicht für die, die den Begriff nicht kennen, das sind die Sträflinge, die meistens an Füßen aneinander gekettet sind. Man kennt das aus klassischen Filmen so. Das sind die, die dann auf einer unglaublich langen, meist heißen, staubigen Landstraße stehen und dann mit dem Hammer irgendwelche Steine kloppen oder andere, ich sag mal, schwere körperliche Strafarbeiten durchführen. Finde ich es schon eine echt harte Strafe. Im Bundesstaat Tennessee in den USA ist die Jagd auf Wild aus einem fahrenden Auto heraus verboten. Gibt hier allerdings eine kleine Ausnahme. Wer vorhat, Wale zu jagen auf diese Weise, das ist erlaubt. Also wer aus Tennessee heraus aus dem Fahrradauto Wale schießen möchte, der darf das hier.
Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt geht und wie das Sinn macht, wenn man sich mal die geografische Lage von Tennessee anschaut. Aber diese Ausnahme gibt es, warum auch immer. Im Bundesstaat Michigan in den USA ist es verboten, sonntags seine eigene Frau zu küssen. Auch hier stellt man sich die Frage, warum und darf man eine fremde Frau küssen? Aus wörtlich ausgelegt wäre das okay. Im Bundesstaat Louisiana in den USA ist es Paaren verboten, in Geschäften zu testen, ob angebotene Betten ihre sexuellen Bedürfnisse erfüllen. Oder mal sehr simpel gesprochen, man darf es im Kaufhaus nicht in ausgestellten Betten treiben, auch nicht mit der Begründung, man möchte doch vor dem Kauf gerne testen, ob es den nötigen Anforderungen Genüge tut. Das Gesetz macht eigentlich auch irgendwie Sinn. Und last but not least, in der Stadt Connorsville im Bundesstaat Wisconsin in den USA ist es Männern verboten, ein Gewehr abzufeuern, während die eigene Frau einen Orgasmus erlebt. Wenn es ein Gesetz dazu gibt, dann bedeutet das immer, dass es irgendwer mal gemacht hat. Und es bedeutet weiterhin, es gab irgendwen, der das erfahren oder erlebt hat und den das gestört hat. Jetzt ist natürlich die Frage, haben das so viele gemacht, dass man da juristisch gegen vorgehen musste? Oder war das jemand mit sehr viel Einfluss oder vielleicht der selbst die gesetzgebende Gewalt hat, der dieses Gesetz dann veranlasst hat? De facto kann man es nicht sagen, es ist auf jeden Fall existent und steht noch so geschrieben. Ich behaupte, das wird nicht allzu oft passieren, auch nicht in den USA, die ja bei Waffen dann schon höhere Affinität besitzen als wir Deutschen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass dieses Gesetz wirklich wichtig ist. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Und ich sage mal so, ein paar Videos wären es noch, so ich schätze mal 3 Stück ungefähr. Dann haben wir alles am Material durch, was ich so zum Thema kuriose Gesetze aufstöbern konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war interessant, aber vor allem hoffe ich, es war ein bisschen lustig gewesen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, ein Like sagen würdet, dass ihr es toll findet, abonnieren nicht vergessen. Aber gerne auch könnt ihr Kommentare schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr selbst irgendein komisches Gesetz kennt, was ich noch nicht hatte, dann freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr mir das mitteilen würdet. Dann kann ich das nämlich in die Liste aufnehmen. Bis dahin sage ich, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!